Herzlich willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin der Lukas aus dem Team Thomas Loch und in dem heutigen YouTube-Video möchte ich dir gerne eine Übung mitgeben nach einer Radiuskopffraktur, wenn du Probleme hast mit deinem Handgelenk. War auch eine Frage meistens in den Kommentaren. Ist noch nicht das Q&A, was ich schon angekündigt habe. Es kommt schon noch, keine Sorge. Aber ich möchte dir heute mal ein bisschen helfen, weil doch die meisten auch immer Probleme, auch aus Erfahrungen haben, jetzt aus den Kommentaren, aus YouTube oder hier auch persönlich, dass einfach das Handgelenk nicht mehr ganz so funktioniert, geschwollen ist, wehtut, man das Handgelenk nicht mehr bewegen kann, die Beugung oder die Streckung im Handgelenk nicht funktioniert. Und da möchte ich dir heute gerne eine sehr coole Übung mitgeben, die du machen kannst, damit du das wieder stabilisierst. Weil, was ist denn das größte Problem bei einer Fraktur, vor allem im Radiuskopf? Die meisten schaffen es ja immer bei einem Sturz oder beim Fahrradunfall und dann landen sie halt mit einem gestreckten oder halb gestreckten Unterarm, aber halt mit einem komplett flachen Handgelenk auf dem Boden oder halt irgendwie anders oder verknicken oder sonst was. Und das heißt, es ist ja nicht nur die Radiuskopffraktur, die dann in Mitleidenschaft gezogen wird oder der Radiuskopf, sondern es ist meistens ja auch noch das Handgelenk zusätzlich. Und da möchte ich dir jetzt gerne ein bisschen helfen. Kurz vorweg, wie ich es auch immer schon sage in den ganzen Videos, klär das Ganze vorher einmal kurz ab. Ne? Jedes Handgelenk, jede Fraktur ist natürlich anders und ich gebe natürlich hier ein bisschen, ich sage jetzt mal Pauschalinformationen und Übungen mit, aber jeder ist ja individuell. Du bist ganz individuell, das heißt, wenn du das Video schaust, du kannst von Maß und 1 bis Maß und 4 alles haben. Du kannst von der Trümmerfraktur bis einfach nur der Luxation des Ellbogens alles haben. Das Handgelenk unten kann vielleicht eine kleine Fraktur haben, einen kleinen Knochenriss, was auch immer. Es kann alles mögliche sein. Es kann auch nur geschwollen sein und ein bisschen verstaucht oder sonst was. Also wie gesagt, klär das Ganze einmal vorab mit deinem Therapeuten, mit deinem Trainer, den du vielleicht schon hast, mit deinem Arzt des Vertrauens. Was wir heute brauchen, ich habe jetzt natürlich hier so ein cooles Zusatzgerät, sage ich jetzt mal, das hast du vielleicht zu Hause nicht, was du aber dementsprechend benutzen kannst. Wenn du so eine Kurzhantel hast, würde es auch funktionieren. Die Kurzhantel müsste aber halt ein bisschen größer sein, weil du brauchst eine, ich sag mal, eine Erhöhung und das Handgelenk muss halt dann senkrecht auf dem Boden sein. Das heißt, du kannst entweder so eine Kurzhantel benutzen oder was wir hier haben, so eine leichte Erhöhung für Liegestützen. Und das kannst du einbauen und so funktioniert es auch nur. Wenn du das so nicht zu Hause hast, kannst du auch deine Faust benutzen. Also du kannst auch einfach mit der Faust das Ganze machen, weil wir wollen jetzt mit der heutigen Übung das Handgelenk stabilisieren, ohne es irgendwie in eine Engpasslage zu bringen. Engpasslage wäre sowas hier oder sowas hier, so in die Richtung oder in die Richtung. Wir wollen es einfach normal stabilisieren. Und auch vorweg, wenn das Handgelenk geschwollen ist, vielleicht ein bisschen mehr wehtut oder sich eine Entzündung gebildet hat, das ist ganz normal. Da bilden sich natürlich nach einer Fraktur, nach einem Trauma, bilden sich Neuropeptide im Gelenk. Diese Neuropeptide verursachen diese Entzündung. Das sind diese Entzündungsstoffe, die sozusagen dann reinkommen. Und auch die Bewegung im Handgelenk wird ein bisschen eingeschränkt. Das ist ganz normal, einfach als Schutzreaktion des Körpers. Weil natürlich eng oder komplette Bewegungen immer auch mit dem Bindegewebe zu tun haben. Und der Körper will natürlich nicht in diese kompletten Lagen, weil das einfach immer ein Unsicherheitsfaktor im Gelenk ist. Und er will es ja so schnell wie möglich heilen. Das heißt, er schränkt natürlich die Bewegung ein. Das heißt, die Muskeln werden auch von diesen Entzündungsprodukten sozusagen ein bisschen gehemmt. Deswegen nicht in Panik geraten, wenn da auch eine Entzündung drin ist oder das Ganze ein bisschen geschwollen ist, das ist okay. Dennoch übertreib es dann nicht im Training. Also wenn es nur ein bisschen wehtut, aber keine Schwellung drin ist, dann kannst du natürlich schon ein bisschen intensiver rangehen. Wenn aber eine Schwellung drin ist, eine Entzündung drin ist, dann Vorsicht. Viel bewegen, viel durchbewegen, viel Durchblutung betreiben, damit die Entzündungsstoffe wieder rauskommen und stabilisierend arbeiten, so wie wir es heute machen werden. Also, folgende Übung. Ich habe jetzt natürlich, du kannst auch beide benutzen. Ne? Ich habe jetzt hier, habe ich zwei. Du kannst beide benutzen und jetzt wird es sehr interessant. Also, wenn du in diese Position gehst, das wird nämlich so eine Art, ich sag mal einfach nur, entweder du kannst einen Stütz machen, einen leichten Stütz oder wir werden auch sanfte Kniebeugen benutzen. Schau aber, dass dein Handgelenk gerade ist. Ja? Also sozusagen, wenn du hier drauf bist, auf beiden, schau, dass das Handgelenk schön gerade ist. Weil dann doch gerne versucht, dass manche so ein bisschen abknicken. Ja? Genau das wollen wir ja eben nicht. Also schau hier, dass du schön gerade bist und dann eine gerade Belastung vorführst. Das heißt, sagen wir mal, du kannst jetzt mal so ein bisschen halten und da richtig dich mal ein bisschen drauflehnen vorne und dann auch gerne mal ab und an ein bisschen das Ganze drehen, wieder drehen. Schau aber, dass das Handgelenk immer schön gerade ist.
wieder zurückdrehen, zurückdrehen. Ja, oder dann für die Fortschrittlichen schon, ja, kannst auch fortschrittlich machen, indem du halt dann beispielsweise schon, ich sag mal, sanft ein bisschen Liegestütze versuchst. Also richtig rein, dann drehst du es mal ein bisschen. Aber das Handgelenk bleibt immer gerade, also nicht abknicken unten, auch hier schön. Handgelenk bleibt immer gerade. Auch dann die normalen Liegestützen, Handgelenk bleibt gerade. Also das sozusagen einfach abwechselnd bisschen drehen, bisschen mal die Neutralposition, dann wieder die Position, wieder ein bisschen reingehen und dann machen. Extremst wichtig, gib da Vollgas, gib da Gummi. Schau, dass du da wirklich reingehst, das darf anstrengend sein, aber schau, dass du vom Handgelenk nicht abknickst. Also hier geht auch mit der Kurzhantel, wie gesagt, also du kannst, musst halt dann hier halten, musst halt schauen, dass du nicht wegrutschst, ne, ist klar. Und dann auch mal hier, dann wieder drehen, also es geht beides. Wir haben jetzt natürlich hier bei uns den coolen Zusatz, den wir dazu benutzen können. Wenn du den nicht hast, dann baust du dir einfach selber einen Zusatz oder holst du es mit einer Hantel oder schaust, dass du vielleicht irgendeine Erhöhung hast. Also es gibt ja überall, gibt es ja alles Mögliche, wo du halt einfach deine Hand so hinkust, wenn das du aber gar nichts zu Hause hast. Ja, wenn du sagst, du hast wirklich überhaupt keine Erhöhung zu Hause, ist auch kein Thema, dann machst du es halt mit der Faust. Geht genauso. Ne? Also hier rein, gerade bleiben, nach hinten, gerade bleiben. Du kannst auch mal gerne, das sind jetzt leichte Liegestütze, du kannst auch mal gerne die kompletten, also mal nur halten und dann mal nur drehen, Handgelenk stabilisieren. Vielleicht ein bisschen hin und her bewegen, ein paar kreisende Bewegungen machen. Also wirklich schauen, dass das Handgelenk in allen möglichen Positionen mal ein bisschen stabilisiert gehört. Das sind Stabilisierungsübungen und dann machen, umsetzen, tun. Das ist extremst wichtig. Über eine längere Zeit, gib dem Ganzen Zeit. Wenn du da eine Wiederholung brauchst, fang mal mit so 20, 30 Wiederholungen an oder mal 2-3 Minuten am Stück wirklich nur hin und her bewegen. Und dann machen, weil das ist das große Problem, was die meisten nicht tun. Sie kommen nicht ins Umsetzen. Wir erleben leider so oft, dass die Leute hier einfach schon nach, ich sag mal, monatelangem oder jahrelangem Nichtstun herkommen und sich dann wundern, warum das Handgelenk oder der Ellbogen einfach in der Position ist und da wirst du nicht mehr rauskommen. Das heißt, aktiv agieren. Ja, auch im Ellbogen versteift das Gelenk und zwar am schnellsten, das ist das am schnellsten versteifende Gelenk im ganzen Körper, der Ellenbogen. Das heißt, wenn du da nicht schnell agierst und Gas gibst, dann wirst du da dauerhaft mit Bewegungseinschränkungen rechnen müssen. Dass natürlich das Ellenbogengelenk ganz am Anfang sich ein bisschen versteift, bisschen eine Schutzhaltung geht, ist ganz normal. Das ist ein Heilungsprozess im Körper. Der reduziert die Beweglichkeit im Gelenk, um sich selber zu schützen und die Heilung zu beschleunigen. Aber genau wie im Handgelenk, das ist vollkommen okay, muss auch so sein. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn das Ganze verheilt ist, denkt sich der Körper, brauche ich ja nicht, wozu? Und bleibt so. Das heißt, du musst nach dieser gewissen Zeit wieder in diese ursprüngliche Bewegung reinkommen. Und das ist extremst wichtig. Wenn dir das geholfen hat, ja, wenn du die Übung gemacht hast und sagst, hey, das ist super für dein Handgelenk, lass es mich doch gerne wissen mit einem Like. Ansonsten Fragen in die Kommentare, Anregungen, sonst irgendwas, gerne auch reinschreiben. Und da wir immer sehen auf YouTube, dass die meisten Leute natürlich die Videos schauen, aber nicht abonnieren, abonniere doch am besten auch unseren Kanal, aktiviere die Glocke, kostet dich nichts, ist kostenfrei und du erlebst immer den besten und neuesten Content von uns. Wir haben ja das Feedback schon in den Kommentaren bekommen, dass die meisten sehr zufrieden sind mit unserem, ich sag mal, Videokonzept, wie wir es aufziehen. Und das ist doch super schön und du kannst ja auch gerne das Video teilen, wenn du auch andere Leute davon überzeugen möchtest. Und ein Abo und ein Like zeigt uns natürlich, dass wir den Job richtig machen und jedem, dem wir helfen. Das ist doch schön. Vor allem, weil ja in der aktuellen Zeit vielleicht doch viel in der Welt passiert, was vielleicht nicht immer so happy ist. Deswegen, wenn du da schon mal weiterkommst und das deine Lebensqualität steigert, dann freut es doch umso mehr. Mich hat's gefreut. Ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen. Wenn du den kompletten Fahrplan von Thomas haben möchtest, der bei Marathon 3 das Ganze hinbekommen hat, ohne OP, von der Therapie, mit den Übungsvideos, mit Tipps von ihm selber, was er umgesetzt hat, noch zu Hause, damit es wirklich zu 100% wieder leistungsfähig ist, dann geh gerne in die Beschreibung, schau auf radiuskopffraktur.de. Ich empfehle es vom Herzen, steckt viel Herzensblut drin, ist aktuell noch im Einführpreis, wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt hier. Und ja, ich drücke dir Daumen, viel Erfolg beim Umsetzen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder oder im Online-Kurs oder wenn du die 1:1 Hilfe von uns möchtest, weil nichts funktioniert, kannst du auch gerne 1:1 online mit uns zusammenarbeiten. Geh da gerne auch auf die Website radiuskopffraktur.de und vereinbare einen Beratungstermin mit uns. Genau, mich freut's. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao. Bis dahin, dein Lukas.